Und es rasselt mal wieder so richtig rein hier. Es gibt Trophies, 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 Trophies ohne Ende hier an der Stelle. Giebel und Karauschen, die ballern hier gerade rein. Der gesamte Chat ist schon wieder voll hier. Das kannst du dir aber auch wieder nicht ausdenken, was hier immer mal wieder abgeht, ne? Im Ingame-Chat und im Discord. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier drauf ist. Was haben wir denn hier für einen Brocken, Alter? Riesen Klodeckel, das müssen wir uns doch erstmal angucken, das Teil. Also rein damit. Zack, ich nehme auch nochmal ein paar Giebel- und Karauschen-Trophys mit. Warum denn auch nicht? Das war jetzt eben hier, zack, die erste Route. Und das Ganze ohne Futtermische. Ich habe noch nicht mal angefüttert und schon lübt das hier los, lübt der Lachs. Das ist doch nicht verkehrt. Wir sind am Moskito. Und wenn du dir denkst, ja Mensch, Alter, jetzt habe ich aber mal genug hier von den ganzen Aufgaben und Event und da muss man das suchen und dit und dat. Einfach mal entspannt ein paar Trophys ziehen. Easy peasy. Zack, 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 rausziehen. Abgefahrener, abgefahrener Spot. Und der Stroll, die allen, der hat hier einen Beitrag gepostet und da hat er einfach mal hier knapp 3 Stunden gestanden. 17 Trophys, eine Super Trophy war dabei, Karauschen und Giebel hier rausgezogen. An der Stelle, okay, er stand hier am Holz, aber da ist das Boot im Weg, deswegen an der Stelle einfach hier gerade mal so auf 7 Meter rausgeworfen und gib ihm. Ganz, ganz krass. Also, 3 Stunden, 2 Bällchen, hat er gesagt. Also so ein bisschen... werfe in-game alle 3 Stunden 2 Bällchen Futtermische nach. Also immer wieder schön ein bisschen Futtermische nachballern. Noch habe ich gar keine Futtermische drin und es fängt schon gut an. Und ich nehme natürlich jetzt auch gleich noch Futtermische. Und dann gucken wir gleich mal. Oh mein Gott, das war knapp. Ich habe ja nur 4,4 Kilo Vorfach. Das war richtig grenzwertig. Ui. Ist das hier runter alles? Das war mal knapp. So, schnell wieder auswerfen. 4,4 Kilo Vorfach. Wir gucken uns das Setup gleich nochmal ein bisschen an. Wer es noch nicht erkannt hat, hier die Stelle, der war noch nicht lang genug am Wind am Moskitosee. Der muss hier mal dringend hin. Moskitosee, Alten. Zack, hier ist es. Direkt in der Base. Also, eben hier runterlaufen. Zack, zum Anleger. Auswerfen. 7 Meter, 8 Meter. Ich mache mal auf 8 Meter. Ist, glaube ich, ein bisschen entspannter. Dann stehe ich auch hier nicht so spack direkt am Wasser. Und dann kann ich so ein bisschen weiter auswerfen. Schnurclip auf 8. So. Ja, das sieht doch besser aus. Ist ein bisschen lockerer. Und dann kann ich ein bisschen entspannter hier ein bisschen weiter hinten. Und muss da nicht so im Wasser rumplanschen. Und seht ihr das im Chat daneben? Wie sie hier stehen, wie die Verrückten. Alle am Geiern auf die Trophies, die Lümmels. Kannst du dir nicht ausdenken. Aber ich ja auch. Natürlich, nehmen wir doch gerne mit, ey. So, also, zack, raus damit. Vielleicht geht da noch eine Super Trophy Karausche rein. Giebel habe ich schon als Super Trophy. Karausche nehme ich doch gerne mit. So, also, jetzt Futtermische. Wir gehen natürlich rein, ganz normal hier auf N für die Basics. Wir gucken hier nach Futtermische. Können wir auch hier einfach machen. Futtermische, scrollen runter zu den Basics. Hier ist das, was original ist. Und dann nehmen wir hier natürlich Giebel und Karausche. Karausche und Giebel. Und das ist ja mal ein Hammer. Das ist ja eine Futtermische, Alten. Die kann sich ja quasi jeder zusammentüdeln. Was sich wahrscheinlich nicht jeder zusammentüdeln kann, ist vielleicht die Köder-Kombi. Da gehen wir jetzt natürlich gleich drauf ein und gucken uns an, was es für ein Köder-Setup ist. Jetzt ist das Ganze hier, sehe ich gerade, nur mit Sonnenblumenöl. Normalerweise, ich fertige mal eine an. Normalerweise würde ich das komplett wieder verändern. Weil zum einen ist Sonnenblumenöl einfach neutral. Das heißt, das ist nicht wirklich prägend von der Aromatik. Hier könnten wir jetzt unsere Hauptaromen ersetzen. Das bedeutet, wir nehmen das hier, bauen das nochmal nach. Also Biskuit, Hirsebrei. Das haben wir jetzt als Basis und das machen wir jetzt mal hier spaßeshalber mit der Futtermische. Wir nehmen Biskuit und wir nehmen Hirsebrei. So, und das ist jetzt schon Karauschen-Futtermische. Natürlich mit einem Aroma. Sonnenblumenöl, was halt kein Aroma ist. Und
da tun wir jetzt theoretisch einfach mal Karamell rein. Zack. Denn wir haben auch Karamell mit drin. Und jetzt gucken wir mal, wir haben auch mit drin Crème Brûlée. Also Vanille. Vanillepudding mit Zucker schön flambiert und überbacken. Oder so Sachen. Also haben wir Vanille, sollte ich vielleicht mal auch. Es gibt Vanille Feed Pellets 3. Zack, bauen wir mal mit rein. Und ich glaube, ich mache es gar nicht so kompliziert. Haben wir noch was mit Karamell? Haben wir noch? Wir hätten jetzt nur Boilies und könnten das jetzt schreddern. Ist mir zu kompliziert. Man könnte natürlich auch wahrscheinlich die hier vom Weihnachtsmarkt gerade nehmen. Größe 15, bestimmt möglich. Warum nicht? Teste ich vielleicht gleich sogar noch. Aber das wäre jetzt hier auch Karausche. Machen wir einfach mal Kara mit Karamell und Crème Brûlée. So, kurz zack, zack, zack hergestellt. Gar nicht jetzt alles ausgenutzt. Ich will es nicht übertreiben mit den Aromen. Nicht, dass wir hier gleich den ganzen Laden voll haben mit verschiedensten anderen Fischen. Denn einfach so eine Futtermische, ja, kann eben auch vieles anderes noch locken, wenn man es eben hier übertreibt. Und wenn es auch auf der Basis-Futtermische ja funktioniert, hat er ja rausgezogen, die Trophies und Super-Trophies, dann klappt das doch auch bestimmt. So, nochmal alles raus. Ich habe übrigens auch da vom Setup her ein bisschen was geändert. Und zwar habe ich einen 1er-Haken verwendet. Er hatte einen 2er-Haken verwendet. Ich gehe da doch nochmal ein bisschen größer rein. Denn 1er-Haken ist gar nicht so schlimm für Karausche und Giebel. Kara. Hier haben wir sie doch irgendwo. Kara, Kara, Kara. Vanille habe ich hier sogar auch schon. Nee, das ist Karpfen, Karpfen. Das ist sie hier. Das ist sie. Genau. Zack, zack. Und jetzt locker aus dem Handgelenk raus. Ja, ein bisschen weiter. Genau, so ungefähr bis halb. Dann kommen wir dahin. Zwischen 25 und halb. Dann sind wir so bei ungefähr 7, 8 Metern. Und dann haben wir ja immer noch einen Radius von 2,5 Metern. Also wir haben immer noch einen großen Lockradius hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Futtermischen. 6, 7, 8 machen wir erstmal. Und dann baller ich gleich nochmal ein bisschen was rein gegen Mittag oder so. Und dann gucken wir mal, ob hier noch was passiert. Und was hier noch passiert. Also, gerade noch mal eben reingucken, habe ich was vergessen. Discord, Mosquito, übrigens Link zum Discord unterm Video. Und dann gucken wir mal eben rein, da strollt hier alles beschrieben. Genau die Koordinaten, Tiefe, Grund und so weiter. Kescherbild, Setup, da gucken wir natürlich auch noch mal eben rein. So sieht das bei mir hier gerade aus. Also, ganz feines Setup. Egal, was hier überall steht. Das gesamte Setup ist super fein. Das heißt, du könntest hier theoretisch mit dem Feeder-Set Start stehen. Voraussetzung für diesen Spot und für das Verwenden dieses Spots oder mit diesen Ködern ist klassische, und hier oben haben wir es, klassische Haarmontage. Die hat man natürlich nicht so schnell frei. Grundfischen, klassische Haarmontage. Da muss man vielleicht doch mal schon mal 15 Stunden auf Grund geangelt haben und dann hat man das relativ schnell aber auch frei. Also klassische Basis-Haarmontage geht relativ gut und relativ schnell und damit dann auf Boilies oder mit Boilies auf die Karauschen. Und zwar verwenden wir hier sinkende Boilies, Crème Brûlée und Karamel. So mog wie dat. Und weil gerade schon gesagt, machen wir hier auch mal eben. Ah, machen wir eine Stufe höher. Alter, 4-4er Vorfach ist schon echt am Limit, ne? Ist schon am Limit. Aber wir wollen ja auch das Limit. 1er Haken. Wie gesagt, ihr könnt auch kleiner reingehen. Und wenn ihr einfach nur eine gute Frequenz haben wollt, würde ich vielleicht sogar nur einen 4er Haken nehmen. Schön für die hohe Frequenz. 4er Haken, Kescher voll machen, ratzfatz. Gib ihm. Wobei, da müsst ihr bedenken, die Giebel und Karauschen in der mittleren Größe sind vom Silber her nicht so mega ergiebig. Wir gucken uns das gleich auch im Detail nochmal an. Und hier mache ich aber jetzt hier vom Weihnachtsmarkt den Pomor Karamell 15 mal drauf. So.
immer noch an der gleichen Stelle. Wir gucken gerade mal eben rein hier. Die kleinen Giebel und Karauschen. Guck mal hier, 3 Silber. Ja, man kommt immer noch im Plus, wenn man diese kleinen Dinger hier fängt, ne? Aber es ist natürlich ein gewaltiger Unterschied zu den Trophies. Und wenn man bedenkt, wie teuer der Köder ist, den man hier verwendet. 2 verschiedene Boilies plus ein Dip. Das ist quasi nichts, wo man sich hier hinstellt und sagt, boah, geil, Alter, jetzt mache ich mir die Taschen voll. Das ist so plus, minus. Naja, kommst du vielleicht so gerade nach einem vollen Kescher mit 100 plus Silber da raus, übertrieben gesagt. Was man natürlich auch machen kann, was ich wirklich empfehlen kann, hier einfach testen mit Teigen. Ganz anderes Thema. Also Honigteig, Quarkteig hat hier vor Monaten auch schon mal funktioniert. Das hier ist ein Spot, der immer mal wieder gut funktioniert für Giebel und Karauschen. Wenn er jetzt gerade gut geht hier auf Karamell Crème Brûlée, ist es natürlich nice. Aber wie gesagt, auch hier mal Einserhaken Quarkteig hat mal eine ganze Zeit lang super funktioniert. Süßteig würde ich testen, Maisbrei testen und sowas alles. Also einfach die verschiedenen Teige hier testen oder auch Tauwurm hier testen, ob das nicht auch funktioniert mit Giebel und Karauschen. Wenn die gerade da sind, Basis, Original, Standard, Futtermische reinschmeißen oder noch besser, erst testen mit verschiedenen Ködern. Wenn ein Köder gute und viele Karauschen oder Giebel liefert, dann kann man immer noch nachfüttern und dann nochmal wirklich den Spot so ein bisschen umändern oder spezialisieren sozusagen, dass mal noch mehr Populationen dort an dem Spot sind von den Giebeln und Karauschen. Ja, ich glaube, wir haben alles. Wir haben den Spot, wo es ist. Wir haben die Entfernung. Ich würde sagen, von hier aus gesehen 8 Meter. Hier aus dem Discord waren es ungefähr 7 Meter, aber ich glaube, wir kommen ungefähr an die gleiche Stelle. Hier ist halt immer so ein bisschen schwierig mit dem Abstellen der Ruten. Könnte das ein bisschen Spack sein und vor allem mit dem Ranziehen der Fische, wenn da das Boot steht. Von hier aus, wie gesagt, easy, geht das ganz gut. Setup haben wir uns auch angeschaut. Also super klein, super fein, super dünn. Ich bin hier nur mit 9 Kilo Leadcore unterwegs. 40 Gramm Blei, man könnte auch ein 20 Gramm Blei nehmen für die Entfernung, gar kein Problem. Und dann eben hier mit 4,4 Kilo Fluorocarbon. Auch hier könnte man dicker reingehen, zum Beispiel mit Karpfenvorfachsmaterial. Das kleinste da liegt bei 6,8 Kilo, glaube ich, müsste es sein. Also um die 6 Kilo herum, auch mit Sicherheit noch machbar. Einserhaken, wenn man Bock hat auf die dicken Viecher. Oder eben runtergehen bis zum 6er-Haken vielleicht, aber weiter darunter würde ich nicht gehen. Denn dann werden auch zwischendurch immer mal wieder ganz kleine Fische getriggert. Hier schon wieder, zack, im Chat ballern die Trophies rein. Einer nach dem anderen, immer wieder und immer wieder. So soll das doch sein. Ja, im Großen und Ganzen ist es das. Ich glaube, wir haben alles. Ran hier an den Spot, gönnt euch ein paar Trophies. Petri, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn es geholfen hat, Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer live auf Twitch und auf YouTube ja sogar auch. Von daher überall, wo ihr wollt, einschalten. Hilft immer mega. Und dann rausziehen die Brocken. Petri, ihr Lümmels.